Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Und ja, wir fangen mal mit der Streife an, machen wir mal wieder hier Citywache und dann nehmen wir diesmal, welchen nehmen wir? Komm, fahren wir mal eine Stretch-Limo. So. Laden dauert immer ein bisschen länger beim ersten Mal starten. So, und dann fahren wir hier mal Limousine, würde ich sagen, ne? Sind wir ja auch noch nicht gefahren. Hier können wir mal rumfahren, gucken, was hier noch so ist, aber sieht nach nichts aus. Auch mal was Neues. Hallo ihr beiden. Wir haben nun ein paar Hinweise auf die Kartgang. Hat lange gedauert herauszufinden, wo das Rennen heute überhaupt stattfindet. Ihr schafft es gerade noch rechtzeitig. Wir haben mit dem Veranstalter und einem Team alles klar gemacht. Einer von euch kann einspringen und an dem Rennen teilnehmen. Fahrt zur Zeche Preller. Alles weitere wisst ihr ja schon. Ja, Hub, Raupen mit 250 Alles Kubik. Klar, Susanne, wir machen uns auf den Weg. Also das muss man den Räubern ja lassen, ja? Mit Karts Läden auszurauben, das ist schon eine wirklich neue Idee. So kommt man in die kleinsten Gassen der Stadt und ist trotzdem sehr schnell unterwegs. Was du so alles interessant findest. Okay, ich denke, du nimmst am Rennen teil. Wenn alles läuft wie bisher, müssen die sich anschließend absetzen. Und du kannst dich ihnen unauffällig anschließen. Kart mehr fällt da bestimmt nicht auf. Okay, versuchen wir es. Ja, versuchen wir das Ganze doch mal, ne? Position im Ziel zweiter. Müsste eigentlich leicht zu schaffen sein. Und wir haben kein Nitro. Finde ich ein bisschen schade. Bei so einem Rennen. Warum nicht? Und es ist extrem laut gerade auf meinem Ohr. Ja, dreh mich. Welchen Ton noch? Nö, leiser kann ich nicht drehen auf meinem Ohr. Ist ein bisschen doof. Und ich hänge gerade ziemlich hinterher. Scheiße, vielleicht trifft's. Fuck, ey. Mal gucken, ob wir das hier noch schaffen. Wenn nicht, müssen wir mal neu starten. Zwei Runden fahren wir nur. Scheiße, das wird knapp. Aber ich gebe mein Bestes. So, sind wir schon wieder dran. Fünfter. Und wieder Sechster. So. Hallo, mach mal Platz hier. Okay, schaffen wir nicht das Ganze. Na, Dritter geworden. Fuck. Also können wir es nochmal neu machen. Diese kleinen Biester. Ja, fahren wir das Ganze nochmal neu. Wiederholen. So, diesmal aber. Komm hier. Zeig mal, was du kannst. Und es sind alles die gleichen Cards, bis auf halt, dass die Farbe anders ist, aber es stehen überall die gleichen Zahlen drauf. Finde ich ein bisschen doof. So, und da sind wir schon Erster. Warum nicht gleich so? Nein, wir brauchen wieder zwei Versuche. Und wir ziehen den auch gerade ganz schön weg. Das ist auch... Ups. Okay, wir haben so fahren nicht. So, hier Zweiter. Ja, aber den einen, da kriegen wir noch locker. So, einmal ein bisschen um die Kurve gedriftet. Hat zwar Zeit gekostet, aber wen juckt's? Müsste ja eh nur Zweiter werden. Erster ist halt nur für die Würde. Aber bringt im Grunde genommen gar nichts. Und dann sind wir Erster. Alles, was vier Räder hat, ist mein Spezialgebiet. Schon klar, Schumi. Hat man im ersten Rennen ja gesehen, ne? So, Gegner stoppen. Du kriegst dann irgendwie spitzig, dass die Polizei auf dem Platz ist und versuchen abzuhauen. Wir können nicht riskieren, dass sie untertauchen. Alles klar. Ich versuche so viel wie möglich stillzulegen. Mit dem Dienstwagen hat das eh keinen Sinn. Nö, da fährt man die höchstens platt mit. So. Dann werden wir die doch mal zerstören, ne? Würde ich sagen. Hier der mal hinten aufgucken. Pack. Komisch, jetzt haben wir aber auch Nitro. So, das war der Erste und jetzt der Zweite. Zack. So, 28% hat er schon. 31. So,
wenn wir es voll Schwung hinten drauf fahren wieder. Bringt immer am meisten. Ja, und am besten nicht neben da vorbeifahren, so. Weil dann macht der keinen Schaden. So, hier. 71%. Dem fahren wir schon mal die Schürzen ab. Ist ja auch schon mal ganz nett, ne? Hat auch nicht mehr so viel zu schleppen. So. Unser Kart ist leicht Schrott und wir fahren natürlich gerade auf der Autobahn. Na ne, ist gar kein Ding. Immerhin 120 fährt das Ding. Ja, überschlag dich. Dein Ernst? Scheiß LKW. So, jetzt hier noch die restlichen 2% rausquetschen und dann haben wir es auch bei dem. Jetzt machen wir den anderen noch fertig. Der hat auch schon 60%, also es geht ja ratzfatz hier bei dem jetzt. So Kartfahren hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Könnte man ja eigentlich mal machen und dann halt mit der GoPro filmen dabei. Zack, hinten drauf. Letztes Mal habe ich aber Luftfilter abgerissen, das war nicht ganz so toll. So, die sind für einige Jahre aus dem Verkehr. Jo. Ein Vierzylinder ist das oder was los? Scheiße. Erfolgreich. Fahrzeug freigeschaltet, das Kart, das werden wir aber glaube ich nicht mehr fahren, weil es einfach zu langsam ist und ja. Mal gucken, vielleicht nochmal in so einer Special-Folge oder so. Die Strecke unter Freaks und den Standort Zeche freigeschaltet und ja, weitermachen nicht. Hier Business Center und dann nehmen wir Mattis mal. Hier nehmen wir mal den Kombi. Sind wir den schon mal gefahren? Ich weiß es nicht. So, mal auf der Karte gucken. Gibt's irgendwo was, wo wir hin müssen? Ne, kriegen wir per Funk gesagt. Ben, hier Susanne. Erinnert ihr euch noch an den Rennwagen, dessen Diebstahl ihr neulich verhindert habt? Ja. Tja, der ist geklaut worden. Was? Ja, die Diebe haben erneut zugeschlagen, diesmal beim Abtransport des Renners. Sag mal, wollt ihr nicht verschaukeln? Was haben die denn für eine Sicherheitsfirma beauftragt? Träum und Schnarch? Das war ja auch total unwahrscheinlich, dass die Kerle das wieder versuchen, nachdem sie beim ersten Mal nicht gekriegt haben. Ja, Simi, du musstest ja auch unbedingt einen entwischen lassen. Hey, ihr zwei. Kümmert ihr euch jetzt um den entführten LKW? Ja, machen wir natürlich. Tiefflieger Teil 2. Und natürlich werden wir ausgebremst. Wir haben einen Heli am Himmel. Er meldet sich bei euch, sobald er den Truck sichtet. Okay, dann machen wir uns mal als Bodenpersonal nützlich. Ja. Mit unserem mehr oder weniger Privatfahrzeug, weil Blaulicht ist ja hier nicht eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob's, aber ich glaube, es ist ein Privatfahrzeug von Ben. Könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Cobra 9 an Cobra 11. Der gesuchte Wagen ist uns auf der Stadtautobahn Richtung Innenstadt entgegengekommen. Dein Ernst? So, dann müssen wir jetzt mal zur Stadtautobahn fahren, ne? So, hier die Kurve, die hasse ich sowas von. So, nehmen wir mal hier die Abkürzung. Ist auch ein Mercedes, ne? Müsste das sein. Oder? Ja, ist ein Mercedes. Sieht man am Frontgrill. Hübsche Rolle. Danke, darf ich auch da hier richtig hindrehen.
So, dann fahren wir ihm doch mal entgegen, würde ich sagen, ne? 1500 Kilometer jetzt noch. 1500 Kilometer, ja, nee, ist klar. Hab ja sonst nichts zu tun. Nee, 1200 Meter jetzt noch. Kilometer wären ein bisschen viel gewesen. Aber nur so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, den Packen, weißt du? Kannst du dich mal bitte entscheiden, du Navi? Zack, hier um die Kurve gedriftet. Naja, nicht ganz, ne? So. Alles klar, da vorne ist er. Hast du irgendeine Idee, wie wir den zum Anhalten überreden sollen? Sag mal, unser Wagen ist doch mit der Drohne ausgestattet. Okay, Moment, dass ich das richtig verstehe. Wir sollen den LKW aufhalten, damit wir seine wertvolle Fracht in Sicherheit bringen können, ja? Und das machen wir, indem wir ihn in die Luft sprengen? Ach, ist doch alles aus Carbon. Hast du vielleicht eine bessere Idee, wie wir einen 40-Tonner anhalten sollen? Das ist doch kein Panzer hier. Ja, jetzt sag bloß, du bist schon mal Panzer gefahren. Ja, da will ich jetzt aber nicht drüber reden. Ja, dann senden wir mal die Drohne aus, ne? Alter. Und sammeln sie wieder ein und fahren mal dahinter, weil das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. So. Hier können wir Blaulicht, also so Blinklicht anmachen. Da fliegt die Motorhaube vom LKW. Kleine Dinger doch. Nitro ist ja cool. Okay, wir müssen unter den Truck, also Trailer zählt anscheinend nicht. Zack. Road Train, ja, die ist klar. So, und jetzt dürfen wir uns daneben stellen. Drehen sich die Reifen überhaupt noch? Ich glaube nicht. Die haben sich, glaube ich, nicht mehr gedreht, ne? Naja, schöner Bug. Susanne, wir haben den LKW, aber fahren tut er nicht mehr. Dem Rennwagen ist aber nichts passiert. Okay, Semir. Das Containerschiff läuft in ein paar Minuten aus. Ihr müsst den Rennwagen jetzt irgendwie zum Hafen schaffen. Da ist Improvisation gefragt. Naja, Ben, dann werde ich mal in das Schnittchen steigen. Mit so viel PS sollte ich wohl rechtzeitig am Hafen sein. Oh Gott, da wird die Kiste einmal beinahe geklaut. Dann richtig, dann in die Luft gesprengt und jetzt steigt auch noch Semir ein. Okay, wir dürfen jetzt einen Rennwagen fahren. Das ist cool. Weil der hat eine ordentliche Beschleunigung, wie ihr merkt, glaube ich, ne? Und liegt wie ein Brett auf der Straße. Da darf ich mir nur keine Fehler erlauben. Also mehr als 20% Schaden dürfen wir nicht haben und wir haben jetzt schon 4. Es ist ja genial. Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit ungefähr. Das Ding hat auch Nitro? Scheiße! Also das ist ein Spaß mit dem Ding hier zu fahren. Muss ich schon lassen, ne? So, und jetzt nochmal Vollgas. Hier auf der langen Geraden. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nirgendwo anecke, weil sonst ist vorbei. Also passt, ne? Aufgebucht und der stand sofort. Habt ihr gerade geguckt, wie schnell der gefahren ist? Ich konnte gerade nicht, weil ich mich konzentrieren musste. Ich glaube, es waren so um die 400, kann das sein? Das ist schon ordentlich. Stehen bleiben! Okay, das Ding hat einen Rückwärtsgang. Ich muss mir dringend ein langweiliges Hobby suchen zum Ausgleich. Briefmarken züchten, ja, vielleicht, oder Goldfische sammeln. Ja, Briefmarken züchten ist schon nicht schlecht. Und Goldfische sammeln, naja, es gibt halt verschiedene, ne? Fallfrei geschaltet ZBV zur besonderen Verwendung. Und die Fahrzeuge Road Chief, Spürpanzer und den Rennwagen. Ja, ich würde sagen, war's das für diese Folge. Bis dahin, haut rein, ciao.